und willkommen zurück zu SmackDown vs. 2009, die Road to WrestleMania des Undertakers. Woche 2, letzte Woche haben wir Santino Marella eindeutig besiegt und jetzt sind wir in Phoenix, Arizona. Mal schauen, was wir diese Woche zu erledigen haben. And I are both excited to bring you a great show, which includes a tag team title match. Who do you think you are? Speaking for me. Well, aren't you excited, partner? Yes, but you never speak for me. Understand? Okay. War total unnötig. Ich hab jetzt. Oh. Weg, Pizza! You sure took a beating last week. You alright? Oh, I'm just a great. I'm sure I'll feel better after Undertaker does the same thing to you tonight. I doubt it. I got the dead man's number. I bet you won't last as long as I did against him. Hi. Yeah, that's awesome. I'll be seeing you later. So, Hinweis. Besiege den heutigen Gegner schneller, als du letzte Woche für den Sieg gebraucht hast. Ach du, oh Gott, ich war ziemlich schnell gegen Santino. Undertaker vs. Finlay. Für Bonusgewinn in unter 1 Minute und 1 Sekunde. Ich hätte mir Zeit lassen sollen mit Santino. Oh, Finlay, and I love the fight. So, gut. Ja, ich möchte mein Abitur nicht machen, danke. Ich habe ihn nämlich schon längst und deswegen brauche ich jetzt nicht einen 10-Stunden-Einzug vom Undertaker. This isn't going to be a technical matchup. It's The Undertaker, the best pure striker in the game, versus the tough-nosed Irishman Finlay. And that punch lands hard. A stiff shot with the elbow. Ich nicht. Hab doch. Okay. Official stomp. This could do it. DDT! The Undertaker has a point to prove here. Shutting up Finlay after claiming he has the dead man's number has to be the Phenom's top priority. He's going in for the kill. Tombstone, das muss jetzt sein. Sonst schaffe ich ihn, weiß nicht. Rope break. Finlay certainly is. This could be three right here. The referee's hand was ja, das war's. Down for a three count. Letzter Versuch. Submission hold locked in. We may see a tap out right here. Ja. Okay, ich versuche mal was anderes. Den Hinweis schon am besten schaffen. This isn't going to be a technical matchup. It's The Undertaker, the best pure striker in the game, versus the tough-nosed Irishman Finlay. A vicious stun. Oh, the punch connects. A vicious stun. What a textbook DDT. The Undertaker has a point to prove here. Shutting up Finlay after claiming he has the dead man's number has to be the Phenom's top priority. Boom. Here it comes. DDT. Look at this. So, wir machen jetzt Geld. Vielleicht kann ich ihn somit eher besiegen. Ach, das ist kein Submission im Spiel. Finlay certainly is one tough individual. Ich hoffe, gleich den Tombstone Paltrow wird sein können. Okay. Ugh.
This isn't going to be a technical matchup. It's the Undertaker, the best pure striker in the game, versus the tough-nosed Irishman Finlay. Bisschen auf den Kopf gehen. Weißt? No telling what impact that might have had on the neck and spine. The Undertaker has a point to prove here. Hat auch meinen Finisher mal bekommen. The dead man's number has to be the Phenom's top priority. And I think that DDT did the trick. Finlay certainly is one tough individual. He's got stamina. So, nimm's ein paar Driver. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann werde ich es nicht schaffen. Ich hab's doch geschafft. Ich hab's geschafft. Schön von mir. Überrascht und ja. Ich hab ihn in 46 Sekunden besiegt. Das ja. Das nicht schlecht. That's awesome. Bonusfrage geschalten. Gewinne in weniger Zeit, als du Santino besiegt hast. Bedingung erfüllt. Nicht spielbarer Manager Hornswoggle. Hornswoggle springt jetzt hilfsbereit von unter dem Ring hervor. Rufe Hornswoggle von unter dem Ring, halt er. R1 und taunte. Und ich für mich. Denn, ich bin der Undertaker. Und, die Folge ist jetzt auch vorbei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sage tschüss, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.